Sehr gut eingelebt, sehr schnell eingelebt, gut von der Mannschaft aufgenommen worden, schnell die Family mitgebracht und das war für mich eigentlich so das Wichtigste, dass es schnell geht. Ja, die Parks, also Bürgerpark, Prinzenpark, waren wir auch schon sehr oft und sind auch viel im Grün unterwegs. Ja. Stärken würde ich sagen, von hinten versuchen, das Spiel schnell nach vorne zu bringen, mit guter Übersicht, mit gutem Passspiel und ja, gegen den Ball eigentlich alles wegverteidigen, was da vors Tor kommt. Das waren die Europa League oder Europacup-Spiele mit Rapid. Ausgeglichen. Es war tatsächlich Frank Lampard sehr, sehr lange, weil ich auch Chelsea-Fan früher war. Es hat sich mit der Zeit ein bisschen gelegt, aber so Frank Lampard, Steven Gerrard waren so meine Vorbilder. Muss ich ehrlich sagen, habe ich keins, aber ich würde jetzt mal sagen Wiener Schnitzel. Eigentlich nur mit der Familie. Also entspannen, bisschen raus ins Grüne, vielleicht mal irgendwie in der Stadt oder sowas fahren oder mal nach Wien, wenn es geht, aber ansonsten relativ entspannt. Hobbys, ja, auch wieder. Also mit der kleinen Tochter halt viel Zeit verbringen, viel draußen unterwegs, wenn es geht. Und ansonsten geht eigentlich. Also die Kleine nimmt eigentlich sehr viel Zeit in Anspruch und ja, jetzt weder Playstation spielen noch irgendwie Computerspiele. Also da geht eigentlich schon die meiste Zeit für die Kleine drauf. Mehr auf jeden Fall. R&B, Hip-Hop würde ich sagen.